Ja, hallo zu den Basic Lessons für diese Woche. Diese Woche geht es mit dem Voran weiter, Voran Teil 2. Es geht diese Woche ausschließlich um die Körpersprache beim Voran, weil es da ein bisschen was zu beachten gibt. Prinzipiell sei gesagt, dass es keinerlei Vorschriften gibt. Es steht nirgendwo geschrieben, wie ich körpersprachlich oder von meinem Handling zu sein habe, wenn ich den Hund voranschicke. Das heißt, letztendlich kann ich machen, was ich möchte. Es kann mir keiner als Fehler anrechnen. Natürlich haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Favoriten herauskristallisiert, von denen es auch verschiedene Variationen gibt. Da möchte ich euch heute zwei vorstellen. Wie gesagt, was ihr letztendlich verwendet, bleibt euch überlassen. Diesbezüglich gibt es keine Vorschriften. Ihr könnt auch was völlig Neues erfinden. Es ist einfach nur wichtig, dass es für euch und für den Hund praktikabel ist, dass ihr euch also keinen Arm und kein Bein dabei ausreißt. Und eben, dass es nicht nur auf der flachen Wiese funktioniert, sondern auch im unwegsamen Gelände. Normalerweise befindet sich der Hund beim Voran neben mir in Grundposition. Das heißt, er sitzt, wie man hier gesehen hat, schön parallel neben mir. Ich zeige ihm die Richtung, in die er gehen soll, und auf mein Kommando geht er dann. Die korrekte, das heißt parallele Grundposition zum Hundeführer möchten wir in der Dummy-Arbeit deshalb haben, damit der Hund schön gerade rausgehen kann. Sitzt er wie hier schräg, wird er nicht gerade rausgehen, dann nehmen wir ihm die Möglichkeit. Und was man eben auch bedenken muss, ist, dass der Hund im Ernstfall beim Voran ja gar nicht weiß, wohin er gehen soll. Er weiß also nicht, wo das Dummy liegt. Das ist ja auch Sinn des Einweisens, dass er es eben nicht weiß. Und wenn der Hund jetzt hier schon schräg sitzt in der Grundposition, kann ich zeigen, wohin ich möchte. Viele Hunde gehen dann einfach schräg in die Richtung raus, in die sie auch gesessen haben. Deshalb bringt von Anfang an euren Hunden bei, auf das Kommando Fuß, sich schön dicht und parallel neben euch zu begeben, wie man es hier sieht, sodass sie dann auch schön gerade in die Richtung rausrennen können, in die die Hand zeigt. Wie ihr seht, benutze ich die linke Körperhälfte, um dem Hund die Richtung beim Voran anzuzeigen. Ob ihr die linke oder die rechte Körperhälfte benutzt, ist völlig egal. Bei der Hand wäre wichtig, dass man dem Hund mit der Hand schön die Richtung zeigt und dass der Hund von Anfang an lernt, dass nicht die Hand das Kommando ist, um rausgehen zu dürfen, sondern dass das verbale Signal, normalerweise Voran oder Back, das Signal ist, um rausgehen zu dürfen. Wird dem Hund nicht beigebracht, dass erst das verbale Signal das Kommando ist, um rausgehen zu dürfen, wird er irgendwann schon gehen, auch wenn meine Hand nur ansatzweise runter in seine Richtung geht. Und wenn er schon so früh rausgeht, konnte meine Hand ihm ja noch gar nicht die Richtung zeigen. Und spätestens, wenn die Winkel enger werden und zwei Voranstellen vor mir sind, kriege ich dann Probleme, weil der Hund einfach die Voranstelle nimmt, die er gerne möchte und nicht die, die ich ihm zeigen wollte, weil ich konnte es ihm ja gar nicht mehr zeigen, weil in dem Moment, als meine Hand runter wollte zu ihm, ist er schon losgerannt. Also achtet auch von Anfang an darauf, dass der Hund erst dann geht, wenn ihr es ihm sagt und nicht dann, wenn ihr es ihm zeigt. Um es dem Hund einfach zu machen, in der richtigen Richtung rauszugehen, sollte man Wischen vermeiden. Naja, was ist jetzt Wischen? Ihr habt die ganze Zeit gesehen, dass meine Hand, als die vorne war, recht stark geblieben ist und sich nicht bewegt hat. Jetzt seht ihr ein Wischen. Na, man hat die Hand zwar vorne, aber beim Rausgehen wischt man so weg. Also wenn der Hund rausgeht, wischt man zur Seite weg. Und das macht es für den Hund einfach schwerer, wie wenn man die Hand starr in die Richtung lässt, in die er auch rausrennen soll. Hier das ganze Spektakel mal von vorne betrachtet. Ich zeige dem Hund die Richtung an, er sitzt neben mir, ich wische nicht rum und ich schaue auch in die Richtung, in die der Hund zu rennen hat. Natürlich ist es so, dass ich mich kurz auch vergewissere, bevor ich den Hund schicke, dass er auch in die Richtung schaut. Schaut der Hund nicht in die Richtung, in die ich zeige, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in diese Richtung rennt, sehr gering. So, dann steht noch die Frage im Raum, wo sich eigentlich meine Hand befindet, die dem Hund zeigt, in welche Richtung er gehen soll. Hier seht ihr jetzt ein paar Varianten. Zunächst seht ihr die Variante, die Hand direkt über dem Hund. Das ist für meine Hunde und für mich eher sehr irritierend. Und dann hier die Variante parallel zum Hund, neben dem Hund, dann ein bisschen über dem Hund, hier näher am Hund dran, auch noch über dem Hund.
Welche Variante ihr wählt, bleibt euch überlassen. Hier nochmal die Varianten durchgespielt. Es sollte einfach für euch und für den Hund gut praktikabel sein. Dann ist ja völlig egal, welche Variante ihr wählt. Solange es funktioniert, ist es doch in Ordnung. Hier seht ihr dann nochmal die Variante, wenn man die rechte Körperhälfte benutzt. Und was man, denke ich, auch gut erkennen kann, ist, dass man sich da über den Hund beugt. Das muss nicht von Nachteil sein. Das kann einen Hund stören, muss es aber nicht. Wenn das gewohnt ist, stört es die meisten nicht. Es gibt aber so Kandidaten, die da Probleme mit haben. Ein absoluter Vorteil von der Variante ist, dass man den Hund sieht und dass man eben sehen kann, ob er in die Richtung schaut, in die man zeigt. Da ist man bei der Variante, wenn man die linke Hand nimmt, ein bisschen eingeschränkt, weil da meistens der Arm im Weg ist und man dann sich so ein bisschen verrenken muss, um zu sehen, schaut der Hund auch in die Richtung, in die ich zeige. So wie es normalerweise immer im Leben ist, hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Sucht für euch die beste Methode raus und natürlich auch für euren Hund und benutzt die dann. Eine neue Variante, die seit diesem Jahr von Ungarn rüberschwappt, ist diese hier. Man benutzt nicht mehr die Hand, man benutzt das Bein, um den Hund die Richtung anzuzeigen. Ja, mein Gott, wenn es funktioniert. Also es schwappt überhaupt nichts rüber von Ungarn, ist natürlich völliger Schwachsinn, was ihr hier seht. Man benutzt nicht das Bein, um den Hund so voranzuschicken. Aber sehr lustig die Vorstellung, dass man so dasteht und den Hund voranschickt, hat irgendwie was von prima Ballerina. Ja, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ein bisschen Spaß muss sein.